Willkommen zu einem kleinen Special-Video. Wieder mal um Pokémon. Der Community Day mit Evoli ist vorbei. Es ging ja 2 Tage das Ganze, am Samstag und am Sonntag. Wir haben kräftig Shinies gefarmt. Und ich möchte heute mal versuchen, alle Entwicklungen in Shiny zu bekommen. Ich habe ein paar Evolis da. Nach Tarapsiana konnte man ja beeinflussen, indem man 2 Bonbons damit erläuft, also jeweils 10 Kilometer. Und dann halt nach Tara bei Nacht entwickeln, Psiana bei Tag. Dazu blende ich mal kurz hier ein, wie ich dann nach Tara entwickelt habe, gestern. Eins haben wir also schon mal, fehlt natürlich noch Psiana. Das wollte ich jetzt hier machen, denn die 10 Kilometer sind voll. Ihr seht das hier auch auf dem Bildschirm. Da gehen wir dazu natürlich in das Buddy-Menü auf den Kumpel. Es sind 10,8 Kilometer gelaufen. Genau, drücken einmal hier auf Entwickeln. Und jetzt müsste natürlich Psiana rauskommen. Hoffe ich zumindest, wenn ich nichts falsch gemacht habe. Genau, da ist es auch schon. Psiana statt Lila in einem seichten Pfeffigrün. Sieht natürlich sehr schick aus. Und nachdem wir jetzt also Nachtara und Psiana haben, fehlen noch Blitzer, Aquana und Flamara. Die können wir leider nicht mehr beeinflussen, da wir den Namenstrick schon angewendet haben. Aber muss ich das jetzt hier... Wir machen das jetzt natürlich live. Wir entwickeln einfach die restlichen Shiny Ebolis, die wir haben, bis wir alle 3 Formen haben. Und ich hoffe, sie sind auch dabei. Hier seht ihr nochmal, da ist also das Nachtara von gestern, das Psiana von heute. Und ich versuche natürlich die höchsten zu nehmen. 1, 1, 7. Wie mache ich das jetzt? Ich mache es mal anders. Ich gehe einfach auf Eboli-Suche nach WP geordnet. Dann habe ich das besser und übersichtlicher Evoli, so geordnet nach WP. Und jetzt immer, wenn wir ein Shiny sehen, entwickeln wir das. Da sind natürlich auch noch Level 35er dabei. Da ist das höchste, was wir jetzt haben. Das entwickeln wir. Ich hoffe natürlich, also mein Lieblings-Pokémon von den dreien ist natürlich Blitzer, weil es auch gelb ist. In der Shiny-Version leider nicht mehr, aber weil das stark ist und krass ist und bam. Und wir haben als erstes einen Flamara. Das unnützeste von den dreien. Aquana ist immer noch fett, Blitzer fett, aber Flamara leider jetzt nicht so krass. So, gehen wir aber weiter und nehmen ein, da haben wir das nächste. Fehlt also noch Aquana und Blitzer, die hoffentlich jetzt bald dabei sind. Ich habe von einem Kollegen gehört, der hat 6, 7 Ebolis entwickelt und hat eigentlich nur Blitzer rausbekommen die ganze Zeit. Ein Aquana, wunderbar, in einem betörenden Pink-Lila-Rosa-Touch-Ton. Fehlt also nur noch Blitzer, und Blitzer wollen wir uns auch noch holen. Wir scrollen wieder durch, da haben wir das nächste mit 753 und hoffen, dass es ein Blitzer wird. Wenn nicht, müssen wir weiterentwickeln und entwickeln und entwickeln und entwickeln, bis es irgendwann dabei ist. Blitzer! Wunderbar! 3 Entwicklungen, 3-mal erfolgreich, wunderbar. Den Rest kann ich mir jetzt also eigentlich sparen. Auch für die nächsten Generationen kommen ja noch 3 Stück dazu. In der 4. Generation kommen noch 2 Entwicklungen und dann ganz spät hinten in der 6., 7., irgendwas. Auf jeden Fall war das natürlich jetzt richtig krass. Gleich beim ersten Mal geschafft, alle 3 hintereinander. Hat man auch ein bisschen Glück gehabt. Die restlichen hebe ich mir alle auf. Ich habe natürlich noch viele 98er, 96er und so weiter. Ein paar Glücks-Evoli sind ja auch drin. Aber das war es jetzt erstmal. Wir haben uns jetzt also alle Formen von Evoli geholt. Wir können auch hier nochmal in den Pokédex reinschauen, dass wir die untereinander nochmal hier sehen oder haben.
Genau, hier die normalen Aquanas, das Shiny Aquana, normales Blitzer, Shiny Blitzer, dann Flamara als Shiny Flamara. Boah, und die anderen kann man nochmal kurz so drauf schauen. Psyana, normal und als Shiny. Und natürlich nicht zu vergessen, Nachtara. Von jedem drei Stück aufgehoben, reicht ja auch, so viel braucht man davon nicht. Das war's auch schon. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Habt ihr auch alle Entwicklungen in Shiny bekommen? Habt ihr genug Evolis gehabt als Shiny, um die zu entwickeln? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Shinies ihr hattet, ob ihr euch auch alle Entwicklungen geholt habt. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal natürlich. Peace out, euer Ramses.